Und damit herzlich willkommen. So Leute, und damit willkommen zurück zu Blood. Denn was ist besser als ein Halloween-Special, welches man bis nach November ausgedehnt hat, beziehungsweise verschoben hat? Genau, ein Halloween-Special, welches man bis Dezember verschoben hat. Denn mir ist leider was dazwischen gekommen und ich wollte eigentlich dieses Halloween eigentlich so ein paar Sachen nochmal neu zeigen, die ich schon gezeigt hatte, allerdings in einer bisschen anderen Weise. Und zwar hatte ich mich ja beim alten Blood-Video, Link natürlich oben in den Infokarten und in der Videobeschreibung, über ein paar Sachen beschwert und letztens habe ich das hier wieder gefunden. Und zwar ist das ein originales Blood, beziehungsweise das ist One Unit Whole Blood von GOG. Oh, ich drehe mich ein bisschen schnell. Und damit das originale Blood, deswegen sieht das Ganze auch relativ pixelig und relativ hässlich aus, weil das Ganze halt in der DOS-Box läuft. Und die DOS-Box kann halt keine 3D-Beschleunigung und halt keine hohen Auflösungen unterstützen. Allerdings gucken wir uns diesmal ein paar Sachen an, die ich eigentlich anders in Erinnerung hatte. Und zwar machen wir als erstes mal hier den Zombie weg, der uns hier entgegenkommt. Zack. Der fällt nämlich hin, wenn wir ihn anpieksen mit unserer schönen Mistgabel. Und das kann man relativ oft machen. Das dauert ein bisschen, bis der wirklich final krepiert. So, jetzt ist er final krepiert und wir sehen hier das Herz auf dem Boden, beziehungsweise sehen wir eigentlich gar nicht so gut, weil sein Sprite da drüber liegt. Ach, hier sehen wir es. Oh, ich liebe diese Musik einfach nur. So, und das kann man aufheben, um sich so ein bisschen Gesundheit wieder zu holen. Ich mache das mal am besten per Dynamitstange. So, jetzt habe ich ein bisschen verloren. Wenn ich jetzt über sein Herz gehe, kriege ich so ein bisschen Leben wieder. Das ist ja in Blood CM komischerweise nicht der Fall. Allerdings ist auch der Sprengradius des Dynamits sehr viel niedriger. Und ich weiß immer noch nicht, wer er hier ist. So, was war das nächste, über das ich mich beschwert hatte? Genau, das hatte mit der Leuchtpistole zu tun. Und zwar, dass Zombies von der Leuchtpistole halt niedergeworfen werden. Das ist hier ebenfalls nicht mehr der Fall. Jetzt muss er allerdings erstmal auferstehen und kommen. So. Die Kultisten werden sowieso nicht niedergeworfen. Und Zombies werden nicht niedergeworfen. Und fangen dann Feuer. Das ist hier diesmal korrekt dargestellt. So, wir brauchen hier den Schlüssel. Das nächste war mit der Tür. Und zwar hatte ich eine Erinnerung, dass man halt bei dieser Tür bis zum Ende laufen kann. Dann ganz schnell zurück, dann wirklich eine Dynamitstange werfen und dass man einem dann nichts passiert. Das habe ich auch rausgefunden, woran das liegt. Und zwar in Blood CM geht diese Tür hier komischerweise her und schließt sich nach ein paar Sekunden wieder. Das ist hier im Original nicht der Fall. So, anlocken. Jetzt kommen die. Bam! Und man kann die wegsprengen, ohne dass einem was passiert. Allerdings schließt sich hier auch die Tür hinter einem, allerdings in einer niedrigeren Rate. Also die Tür schließt sich ein paar Sekunden später. Und das Dynamit hat halt nicht so einen großen Radius. So. Das wollte ich mal zeigen, also das habe ich jetzt mal benutzt, um so zu zeigen, wie halt wirklich diese Ports, welche dann das Spiel wirklich gut portieren. Also Blood CM ist wirklich super. Und es läuft vor allen Dingen auch klasse. Allerdings sind ein paar Sachen anders. Ein bisschen die Reichweite und ein bisschen der Radius von dem und dem ist ein bisschen anders. Und halt, dass Zombies halt von... Ja, wo ist er? Wo ist sie? Also von der Leuchtpistole. Und dass Zombies zum Beispiel von der Leuchtpistole niedergestreckt werden. In Blood CM macht das Spiel schon... Na, in ein paar Punkten ein bisschen anders. Hier ist einer. So, in Blood CM hätte ich überhaupt kein Problem mit ihm. Der würde nämlich einfach niedergeschreckt werden. Und hier ist es der Fall, dass brennende Zombies schon mal zu einem hinlaufen und dafür sorgen, dass man Feuer fängt. Und hier sind diese ekligen Ratten, mit denen man hier auch ein bisschen weniger Probleme hat. So, wo war denn noch eine Ratte? Hier ist, glaube ich, irgendwo ein Zombie drin, oder? Nee, hier ist der Medizinkasten. So, das war's hier. Ach genau, hier kann man zurück in die Kirche bzw. in die Kapelle springen. So, da haben wir noch ein Fass, das werde ich diesmal nicht sprengen müssen. Also man muss es ja sowieso nicht sprengen. Hier ist wieder ein Zombie. Das ist ein Kandidat, der erreicht einen eigentlich brennend immer, was ein bisschen ärgerlich ist. Und hier unten ist dann noch ein Kultist. So. Aber, oh, der hat uns leider kein Herz hinterlassen. So, was war hier? Er hier. Oh, jetzt habe ich eigentlich nichts mehr Gutes, um diese Fässer da zu sprengen. Allerdings würde ich mit dieser tollen Explosion hier, beziehungsweise dieser hier. Ja, und eine Änderung von One Unit ist, dass man nicht mehr nach oben und nach unten gucken kann. Deswegen hat man
Er ist etwas schwieriger mit den Dynamitfässern hier. So, und mit dem One-Liner würde ich dann noch sagen, vielen Dank fürs Zugucken dieses kleinen Korrekturvideos. Demnächst kommt noch Dungeon Keeper. Dann nochmal vielen Dank fürs Zugucken. Dann könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren, einen anderen Kanal abonnieren und natürlich die alten Blood-Videos gucken. Dann nochmal vielen Dank fürs Zugucken und bis dann.